Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. In dem heutigen Video geht es wieder um den Beruf der Nageldesignerin. Heute werde ich aus meiner Sicht gewisse Punkte, gewisse Fragen detaillierter aufklären, beschreiben, beantworten. Ich hoffe, dass ich der einen oder anderen mit diesem Video etwas Aufklärung biete, vor allem für die, die diesen Beruf dann auch wirklich beruflich ausüben möchten und sich einfach nur nicht getrauen oder nicht wissen, ob dieser Beruf der richtige Beruf für sie ist. Was euch in dem heutigen Video alles erwarten wird, sind folgende Themen: der Beruf der Nageldesignerin, welche Möglichkeiten gibt es, diesen Beruf zu erlernen, was man damit machen kann und wie die Schulungen bei mir ablaufen. Bitte abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Hinterlasst mir bitte, bitte einen Kommentar mit eurem Feedback. Schreibt mir etwas Positives, etwas Schönes unter diesem Video. Das motiviert mich, immer weitere Videos zu drehen und etwas mit euch zu teilen. Und hinterlasst mir einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr von solchen Videos, mehr solche informativen Videos sehen möchtet. Das ist heute ein Anschlussvideo zu dem ersten. Wir haben, letztes Jahr war das, glaube ich, oder vorletztes Jahr habe ich bereits ein Schulungsvideo hochgeladen. Es heißt, reicht eine Tagesschulung aus, um Nageldesignerin zu werden? Das Video verlinke ich unten, ihr könnt direkt drauf, um es anzuschauen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an und legen mit dem Video los. Ich habe vorhin einen Spickzettel vorbereitet. Deswegen werde ich ab und zu nach unten spickeln, wundert euch nicht, was ich da mache, um das Video einfach nicht allzu lange in die Länge zu ziehen, weil ich weiß, man schaut so ganz lange Videos ungern an. Ich habe versucht, die wichtigsten Fragen zusammenzufassen und stichpunktartig einfach meine Notizen gemacht, damit wir wirklich kurz und knapp das Wichtigste hier in diesem Video besprechen. Der Beruf Nageldesigner. Nageldesign ist kein klassischer Ausbildungsberuf, die 2 bis 3 Jahre in einem Betrieb stattfindet und am Ende mit einer Prüfung beendet wird. Hier reicht eine Schulung aus. Allerdings hat man die Option, bei der Handwerkskammer eine Prüfung abzulegen, um dann als staatlich geprüfte Nageldesignerin betitelt zu werden. Die eine oder andere wird sich jetzt sicherlich fragen, brauche ich das, muss ich das machen, müssen tut ihr gar nichts. Es ist keine Voraussetzung, es ist keine Pflicht, diese Prüfung abzulegen, aber es ist eine zusätzliche Option, falls die eine oder andere das machen möchte. Diese Möglichkeit gibt es. Und dann sind wir auch schon bei dem Thema Schulungen. Es gibt viele verschiedene Arten von Schulungen, die angeboten werden, um den Beruf der Nageldesignerin zu erlernen. Es gibt eine eintägige Schulung, so wie ich sie bei mir im Studio anbiete. Dann gibt es eine 2-tägige Schulung. Es gibt eine 5- bis 7-tägige Schulung, eine 10- bis 14-tägige Schulung und darüber hinaus natürlich viele weitere Optionen, um an einer Schulung teilzunehmen. Somit hat man sehr viele Optionen, um für sich selber zu entscheiden, welche Schulung die richtige für einen ist. Ich möchte nur eins noch dazu sagen, es ist ein Handwerksberuf und es spielt überhaupt keine Rolle, wie viele Tage eine Schulung geht, denn letztendlich, egal ob du eine Schulung 10 Tage besuchst oder nur eine 1-Tage-Schulung besuchst, am Ende bist du verpflichtet, das Erlernte selber zu praktizieren und weiter auszubauen. Bevor ihr euch für eine Schulung entscheidet, solltet ihr euch natürlich gründlich Gedanken darüber machen, welche Schulung am geeignetsten für euch ist. Hierbei spielt es aber wirklich absolut keine Rolle, wie viele Jahre eine Nageldesignerin als Nageldesignerin arbeitet. Ich kenne sehr viele Nageldesignerinnen, leider Gottes, die diesen Beruf seit 20 oder 30 Jahren schon ausüben, sich in diesem Bereich aber überhaupt nicht weitergebildet haben und mit dem Fachwissen, was sie vor 20, 30 Jahren gelernt haben, Schulungen anbieten. Und es funktioniert eben in der heutigen Zeit nicht. Seit ein paar Jahren boomt diese Branche extrem. Es kommen sehr viele neue Produkte raus. Die Technik ist super im Fortschritt. Geräte und alles drum und dran, was mit Nageldesign zu tun hat, ist super stark in der Entwicklung. Und wenn man das eben mit 20 oder 30 Jahren vorher vergleicht, dann ist da ein enormer Unterschied und ein enormer Wachstum. Deswegen sollte man sich von solchen Sachen nicht verblenden lassen. Natürlich sollte das ein Vorteil für eine Nageldesignerin sein, die bereits 20 oder 30 Jahre Berufserfahrung hat, aber eben nur dann zum Vorteil, wenn diese Person sich auch weiterentwickelt, mit dem Trend mitgeht, immer auf dem neuesten Stand ist
offen für Neues ist. Man muss wirklich offen sein, um neue Techniken zu erlernen, neue Trends aufzuspüren und aufzuschnappen. Es gibt so viele neue Produkte. Jedes Jahr kommt was Neues raus, Leute. Und seit der Pandemie, alles verändert sich so schnell. Ihr müsst diese Branche einfach mal ein bisschen beobachten und ein bisschen zurückschauen oder euch ein bisschen an früher erinnern. Dann werdet ihr mir recht geben. Alles verändert sich schnell. Wir müssen mit dem Trend mitgehen, damit wir einfach immer up to date bleiben, um, wenn wir vor allem Schulungen anbieten, den Leuten dann auch das Aktuelle anbieten können. Und ich finde, da ist es einfach wichtig, als Nageldesignerin immer dran zu bleiben. Und für euch ist es wichtig, nach solchen Dingen einfach zu schauen, wie, auf welchem Stand ist diese Nageldesignerin momentan? Erfüllt sie meine Bedürfnisse? Denn man kann etwas 20 oder 30 Jahre wirklich falsch machen oder ein Jahr lang einfach richtig. Und wisst ihr, es fängt halt einfach an, in die falsche Richtung zu gehen, wenn sich eine Nageldesignerin absolut nicht mehr weiterbildet und mit dem Fortschritt nicht mitgeht. Deswegen finde ich es nicht falsch, wenn ihr euch für eine Nageldesignerin entscheidet, die erst seit ein paar Jahren in dieser Branche arbeitet und eben nur seit ein paar Jahren Kenntnisse mitbringt. Solange sie die Arbeit beherrscht und eure Bedürfnisse erfüllt, ist es vollkommen in Ordnung. Dann gibt es verschiedene Optionen in der Art und Weise, wie eine Schulung angeboten wird. Es gibt 1:1 Schulungen und es gibt Online-Schulungen. Bei den Online-Schulungen ist es meistens so, dass es vorgefertigte Schulungsvideos sind mit verschiedenen Kategorien. Und diese Kategorien werden nach und nach freigeschaltet und man kann sich das Wissen nach und nach langsam aneignen. Bei den vorgefertigten Videos ist es eben so, man muss sich selber motivieren, man muss sich wirklich hinsetzen, die Videos anschauen, verstehen, was da gemacht wird und sich das Ganze selber beibringen. Wenn man jetzt etwas falsch versteht und falsch macht, ist in so einer Online-Schulung, die vorgefertigt ist, niemand da, der diese Fehler direkt verbessert oder dich auf diese Fehler hinweist. Und dann besteht die Gefahr, dass, wenn man etwas falsch versteht, falsch praktiziert oder es sich falsch beibringt, auf das Falsche eben weiter aufbaut. Ein weiterer Nachteil meiner Meinung nach ist es, dass man bei so einer Online-Schulung alles im Vorfeld kaufen muss. Das heißt, ihr meldet euch an einer Online-Schulung an. Nach der Anmeldung bekommt ihr eine Liste mit allen Produkten, die ihr benötigt, um die Schulung nachmachen zu können. Entweder ihr vergleicht die Liste und schaut, ob ihr irgendetwas davon schon zu Hause habt und gleicht das Ganze dann aus mit den Dingen, die ihr noch benötigt. Oder ihr kauft eben alles von oben bis unten komplett durch. Das Ganze bringt aber nicht nur Nachteile mit sich, sondern natürlich auch Vorteile. Denn man kann diese Videos von überall anschauen. Man kann sich die Zeit selber einplanen, wann man etwas anschaut. Online-Schulungen sind zudem immer günstiger als Schulungen, die vor Ort live stattfinden. Plus, man hat halt die Möglichkeit, immer wieder zurückzuspulen und etwas wiederholt anzuschauen. Kommen wir zu den 1:1 Schulungen, die vor Ort stattfinden. Hier haben wir natürlich die Möglichkeit, die Schulungsleiterin ist vor Ort. Man kann die Fragen direkt gleich stellen, man bekommt auch direkt gleich eine Antwort. Aufgrund dessen, dass die Schulung natürlich vor Ort stattfindet und die Schulungsleiterin parat da ist, kann sie eure Fehler auch direkt verbessern. Man hat in solchen Schulungen die Möglichkeit, verschiedene Geräte vorher schon auszuprobieren, bevor man sie kauft. Somit hat man die Möglichkeit, die Geräte zu testen. Ebenso ist es natürlich vorteilhaft, man muss in Schulungen, die vor Ort stattfinden, zu 90% nichts mitbringen, denn alles wird zur Verfügung gestellt. Natürlich gibt es auch Schulungen, wo man selber gewisse Dinge mitbringen muss, aber in der Regel läuft es so ab, dass Schulungen so ausgestattet sind, dass die Teilnehmer einfach nur noch kommen müssen und an der Schulung teilnehmen. Zudem finde ich es richtig klasse, vor allem in einer Gruppenschulung, dass man sich da untereinander austauschen kann. Natürlich haben wir hier auch Nachteile. Ich habe euch jetzt die ganzen positiven Aspekte erzählt, aber wie auch in einer Online-Schulung haben wir in Schulungen, die vor Ort stattfinden, selbstverständlich auch Nachteile. Ein Nachteil ist zum Beispiel, dass man eine Anfahrt hat. Man muss sich die Tage, an denen die Schulung stattfindet, freinehmen oder Urlaub einreichen. Zudem sind Schulungen, die vor Ort stattfinden, selbstverständlich etwas teurer als Schulungen, die vorgefertigt sind. Man muss am Tag der Schulung aufnahmefähig sein. Euer Kopf muss frei sein, sodass ihr wirklich alles aufnehmen könnt, was an dem Tag beigebracht wird. Denn ihr habt nach der Schulung nicht die Option, einfach mal zurückzuspulen. Solltet ihr mich jetzt fragen, was ist besser? Besser ist so eine Definitionssache. Ich kann euch nicht sagen, diese Schulung ist besser, diese Schulung ist besser. Ihr müsst für euch selber entscheiden, welche Schulung am geeignetsten für euch ist. Wenn ihr aber mich fragen solltet, für welche Schulung würdest du dich entscheiden? Ganz klar, für mich würde eine Schulung vor Ort eigentlich nur eine Option sein. Denn
Ich mache jetzt seit über 5 Jahren Schulungen. Ich habe Folgendes gesehen. Vor allem in den Gruppenschulungen. Oftmals ist es so, dass dann die eine Frage stellt, die den anderen gar nicht einfällt. Und dann werden Punkte besprochen, die euch vielleicht später interessieren würden, euch aber in dem Moment gar nicht einfallen. Zudem habe ich Folgendes gemerkt. Ich habe eine gewisse Technik, die ich beibringe. Und diese Technik bringe ich euch bei. Wir haben jetzt 6 Teilnehmerinnen. 4 davon verstehen es sofort. Und 2 haben noch etwas Schwierigkeiten. Ich habe an einer Schulung, die vor Ort stattfindet, die Möglichkeit, es auf eine andere Art und Weise zu erklären, so dass auch sie es verstehen. Bei Schulungen, die online stattfinden mit den vorgefertigten Videos, haben wir die Option leider nicht. Das heißt, ich nehme ein Video auf und so wie ich es aufnehme, so musst du es verstehen und praktizieren. Aber trotz dessen, egal für welche Schulung ihr euch entscheiden solltet, es ist ein Handwerksberuf, das heißt, nach jeder Schulung müsst ihr euch hinsetzen und üben, üben, üben. Je mehr Modelle ihr habt, je mehr verschiedene Hände ihr habt, je mehr Sachen ihr ausprobiert, desto mehr Erfahrung sammelt ihr und habt später keine Schwierigkeiten, wenn ihr das Ganze beruflich macht. Dann kommen wir zu dem ganz wichtigen Thema. Wir haben die Schulung jetzt hinter uns. Wir haben unser Zertifikat. Was machen wir jetzt damit? Wir können als selbstständige Nageldesignerin arbeiten, indem wir unser eigenes Studio eröffnen. Wir können uns irgendwo untermieten oder als Angestellte arbeiten. Und wie macht man sich selbstständig? Mit einem Gewerbeschein. Ihr müsst einen Gewerbeschein anmelden und erst danach dürft ihr als selbstständige Nageldesignerin arbeiten. Bitte verwechselt das Ganze nicht mit einem Zertifikat. Ein Zertifikat ist kein Gewerbeschein. Ein Zertifikat bestätigt die Teilnahme an der jeweiligen Schulung, ist kein Gewerbeschein. Jetzt möchte ich noch ganz kurz die einzelnen Optionen mit euch durchgehen und dann sind wir eigentlich schon am Ende. Wir haben unser Gewerbeschein angemeldet. Jetzt könnt ihr ein Studio öffnen. Ihr mietet euch einfach eine Gewerbefläche an und öffnet da euer eigenes Studio. Hier müsst ihr aber bedenken, dass ihr alleine für alle Kosten und alles, was in dem Studio passiert, die volle Verantwortung trägt. Mit Kosten sind gemeint. Miete, Nebenkosten, Strom, Telefon, Internet, GEMA, GEZ-Gebühren, Steuern, Versicherungen, zum Beispiel Sachen für die Kundentoilette, Kaffee, Tee, Wasser, was noch? Zudem seid ihr verantwortlich für die Kundengewinnung, Neukundengewinnung und die Zufriedenheit der Stammkunden. Also ich gehe hier nur die allgemeinen Punkte durch. Sollte sich einer von euch entscheiden, ein eigenes Studio zu öffnen, so bitte ich euch, informiert euch über alle Kosten, die auf euch zukommen werden, über alle Verantwortungen, die ihr tragen müsst, weil das sind einfach nur kurz, knapp gehaltene Punkte, die ich mit euch besprechen möchte, um einfach mal grob alles so gut es geht durchzugehen. Wir könnten dieses Video noch extrem in die Länge ziehen, das möchte ich nicht, deswegen gehe ich alles allgemein durch. Ihr habt als selbstständige Nageldesignerin zudem die Option, euch irgendwo unterzumieten. Das heißt, es gibt einen Friseursalon, die haben ein Plätzchen frei. Es gibt ein bestehendes Nagelstudio, die haben ein Plätzchen frei. Oder ein Kosmetikstudio, die möchten zusätzlich Nageldesign anbieten. So habt ihr die Möglichkeit, euch in diesen Salons unterzumieten. Da zahlt ihr eine Platzmiete, eine Tischmiete oder eine Miete für eine Räumlichkeit. Meistens ist es so, man vereinbart einen Pauschalbetrag und in diesem Pauschalbetrag, das nennt man eine Inklusivmiete, da ist dann wirklich alles drin. Also die Raummiete, Tischmiete, Platzmiete, je nachdem wie ihr das nennt. Dann Strom, dann Nebenkosten und oftmals hat man die Option, falls es mehrere Selbstständige sind, dass man da so eine Kaffee-, Tee- oder Wasserkasse hat. Jeder von ihnen schmeißt einen gewissen Betrag rein und aus dieser Kaffeekasse, sage ich mal, kauft man dann alles, was man den Kunden so anbietet, an Getränken. Hier hat man jetzt natürlich den Vorteil, dadurch, dass diese Studios oder diese Salons schon seit mehreren Jahren bestehen, die haben schon ihre eigenen Kunden, ist es einfacher, an neue Kunden ranzukommen. Vor allem, wenn man ganz neu in dieser Branche ist, es aber nicht von zu Hause aus machen möchte, einem aber das nötige Kleingeld fehlt, um ein eigenes Studio zu öffnen, ist diese Variante die beste Variante. Weil man hat weniger Verantwortung, man hat weniger Kosten, vieles wird aufgeteilt und somit ist es für einen eben kostengünstiger, auch an Kunden ranzukommen. Das muss man auch bedenken. Ich habe das eine Zeit lang auch gemacht und da war es zum Beispiel hervorragend, weil wir haben uns dann gegenseitig die Kunden abgegeben. Eine Kundin, die bei mir war, hat dann im Anschluss beim Friseur noch was machen lassen, ebenso andersrum. Der beim Friseur war, hat gesehen, oh, Nageldesign wird jetzt angeboten, bei mir ist es mal wieder soweit, hast du kurzfristig Zeit? Auch hier, wie gesagt, benötigt ihr als selbstständige Nageldesignerin einen Gewerbeschein. Ihr solltet auch einen Vertrag
mit dem Saloninhaber oder Studioinhaber vereinbaren. Darin solltet ihr wirklich alles schriftlich festhalten, um auch euch abzusichern. Das ist ganz, ganz wichtig. Das machen viele nicht. In diesem Vertrag sollte auch wirklich alles geklärt sein. Was ist in diesem Pauschalbetrag enthalten? Kommen eventuell noch zusätzliche Kosten auf mich zu? Diese Dinge sollte man auf jeden Fall schriftlich festhalten. Auch als Untermieter ist man für seine eigenen Kunden selbstständig verantwortlich. Das heißt, wir müssen uns selber um Neukunden kümmern, wir müssen uns um unsere Stammkunden kümmern und sollte es irgendwelche Probleme geben, egal ob man ein eigenes Studio hat oder als Untermieter irgendwo mit angemietet ist, muss man Probleme einfach selber lösen. Da kann man nicht zu einem Saloninhaber oder einem Studioinhaber gehen und sagen, hey, kannst du mal das Problem lösen, weil ihr seid selbstständig, es sind eure Kunden und ihr müsst euch selber drum kümmern. Die dritte Option ist ein Homestudio und wie es der Name schon sagt, man richtet sich zu Hause ein kleines Studio ein. Entweder man hat eine Ecke irgendwo frei oder noch besser ist es, wenn man natürlich ein Räumchen frei hat und da baut man sich so sein eigenes Studio auf und die Kunden kommen zu einem nach Hause. Man hat hier natürlich die flexiblere Option, wenn eine Kundin zum Beispiel spontan absagt, dann kann man kurz mal die Wäsche aufhängen oder kurz mal Essen vorbereiten. Diese Option haben wir. Ihr müsst bedenken, also manche Kunden möchten nicht zu einem nach Hause kommen. Also da hat man etwas mehr Schwierigkeiten, an Neukunden ranzukommen. Hier ist es perfekt, wenn man schon Bestandskunden hat und dann einfach in ein Homestudio wechselt. Da ist der Übergang etwas einfacher. Ansonsten vergrößert man in einem Homestudio seinen Kundenstamm meistens durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, als angestellte Nageldesignerin zu arbeiten. Das heißt, wir arbeiten als Mitarbeiter in einem Nagelstudio oder in einem Kosmetikstudio oder überall da, wo eben Nageldesign angeboten wird. Ja, und was haben wir jetzt für Vorteile, wenn wir als angestellte Nageldesignerin arbeiten? Ja, an erster Stelle haben wir ein festes Gehalt, wie in allen anderen Angestelltenverhältnissen auch. Das heißt, Ende des Monats wird unser Gehalt, unser Lohn auf unser Konto überwiesen. Wir haben bezahlte Urlaubstage, das haben wir als selbstständige Nageldesigner auch nicht. Das heißt, wir müssen als Selbstständige Vorarbeit leisten, damit wir die Tage, in denen wir im Urlaub sind, auch Geld haben. Dann Krankheitstage werden natürlich bezahlt, das haben wir als Selbstständige auch nicht. Wenn wir krank sind, nicht arbeiten können, verdienen wir an dem Tag kein Geld. Als Angestellte haben wir immer wieder betriebliche Fort- und Weiterbildungen, die eben im Studio, im Salon stattfinden. Als Selbstständige müssen wir uns selber drum kümmern und diese selber finanzieren. Dann haben wir, wenn es zum Beispiel neue Produkte gibt oder ein Salon oder ein Studio komplett umstellt auf neue Produkte, gibt es Produktschulungen. Da müssen wir uns als Selbstständige auch selber drum kümmern. Dafür hat man als Angestellte aber natürlich viel, viel weniger Verantwortung. Und natürlich weniger Kosten, also man hat keine Mietkosten, man hat keine Materialkosten, was noch, man hat keine zusätzlichen Kosten für Fort- und Weiterbildungen, wie ich es vorhin genannt habe. Falls es Probleme geben sollte, ist immer noch eine Salonleitung oder ein Chef da, um irgendwas zu klären oder zu bestimmen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, man hat halt ein fixes Gehalt. Man kann zusätzlich optional noch eine Provision vereinbaren, je nachdem, ob das eine Option für den Chef ist oder nicht. Plus man hat halt feste Arbeitszeiten, feste Arbeitstage meistens. Also man kann sich das dann nicht so selbstständig und flexibel wie als selbstständige Nageldesignerin eben einteilen. Und wie ihr jetzt bestimmt heraushören könnt, also beide Optionen, egal ob selbstständig oder angestellt, beide Punkte haben Vor- und Nachteile. Ja, so viel eigentlich zu den ganz wichtigsten Themen. Ich habe es kurz und knapp zusammengefasst und es ist trotzdem ein langes Video geworden. Aber ich finde es einfach wichtig, euch da aufzuklären, damit ihr wirklich wisst, welche Optionen habe ich nach der Schulung, was kann ich als Nageldesignerin machen, wo kann ich arbeiten. Finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe nicht so viele Videos auf YouTube auch gefunden, deswegen kommen wahrscheinlich diese Fragen. Und ja, mir lag es echt am Herzen, diese Punkte einfach mit euch zu besprechen und da einfach eine Klarheit zu schaffen, weil es ist wichtig, die Zukunft verändert sich und ja, viele möchten einfach etwas flexibler arbeiten und auch einen Beruf ausüben, was ihnen Spaß macht. Ja, unter unserem ersten Schulungsvideo kamen dann immer wieder noch Fragen zu meinen Schulungen, deswegen möchte ich da auch ganz, ganz kurz noch eingehen. Also ich biete zwei Arten von Schulungen an, eine Gruppenschulung, eine Einzelschulung. Beides findet vor Ort statt. Beides sind Tagesschulungen, die fangen morgens um 10 Uhr an und enden 16:30, 17 Uhr.
Die Schulung ist so aufgebaut, wir haben einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil. Ich versuche den praktischen Teil natürlich etwas länger zu halten, weil es ist ein Handwerksberuf, was wir lernen. Und ja, je mehr wir eigentlich praktizieren in der Schulung, desto besser ist es, ist meine Meinung. Ich habe so sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen können. Ich mache das jetzt schon seit über 5 Jahren so. Die Schulungen werden jedes Jahr immer weiter ausgearbeitet und ausgebaut und die Mappe wird jedes Jahr eigentlich immer neu verarbeitet und ja, ergänzt und auch weiter ausgebaut. Ja, für mich ist es wichtig in diesen Tagesschulungen, dass ihr einfach die Technik versteht. Also ich beende eine Schulung wirklich, wenn ich sehe, die Teilnehmerin, egal ob es eine Gruppenschulung ist oder eine Einzelschulung, sie hat das, was ich ihr versuche beizubringen, verstanden und kann es selbstständig zu Hause üben. Das ist mir ganz wichtig. Zudem schaue ich immer in den Gruppenschulungen, dass man mindestens eine Modellage macht. Also jeder Teilnehmer sollte eine Modellage machen. Hierbei achte ich darauf, wie arbeitet die Teilnehmerin mit dem Fräser, wie ist die Pinselführung, wie wird die Modellage an sich, wie wird das Gel modelliert, wie ist die Feiltechnik, hält sie die Feile richtig, hat sie ein Gefühl dafür, sieht sie, erkennt sie die Fehler. Also auf diese Punkte achte ich, bevor ich ein geprüftes Zertifikat verteile. Und ja, so viel dazu. Also ich möchte das Video nicht weiter, noch weiter in die Länge rausziehen. Wie gesagt, ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass das Video so lange sein wird, aber es sind wirklich sehr, sehr wichtige Themen, die sollte man einmal besprochen haben, für alle, vor allem für alle, die das eben beruflich machen möchten. Ich finde das sehr, sehr wichtig, weil Nageldesign ist, wie ich es am Anfang gesagt habe, eben keine klassische Ausbildung, wo man sich bewirbt, einen Ausbildungsvertrag bekommt und dann 2 bis 3 Jahre in einem Betrieb ausgebildet wird. Ich finde es mega schade, sollte man vielleicht machen, weil wir arbeiten mit chemischen Mitteln und ja, gewisse Prüfungen sollten wir da vielleicht ablegen. Gibt es nicht, aber es kann sein, dass es vielleicht in 20 oder 30 Jahren mal kommt, weil alles ist im Wandel. Ansonsten Leute, alle, die das Video wirklich komplett angeschaut haben, vielen, vielen Dank. Ihr wisst gar nicht, was das für mich bedeutet. Ich drehe das Video zwischen Tür und Angel. Vielleicht habt ihr immer wieder meine kleine Schreien gehört. Ah, es ist sehr, sehr schwierig. Ich habe mich jetzt einfach zurückgezogen. Der Papa passt zwar auf, aber ihr wisst ja, Männer kommen auch manchmal an ihre Grenzen, wenn dann so einjährige kleine Mädels so rumschreien und keine Lust mehr haben und die Mama wollen. Also ihr habt es bestimmt gehört, es ist wirklich mega schwierig gewesen. Mich würde es interessieren, hat es überhaupt jemand komplett angeschaut? Falls ja, bitte kommentiert das unten und hinterlasst mir irgendetwas Positives. Leute, ich brauche momentan positive Vibes. Bitte schickt mir irgendetwas Positives. Und ja, das pusht mich dann auch richtig auf und motiviert mich weiterzumachen. Ansonsten danke ich euch, dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Wie gesagt, hinterlasst mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!